Moin, moin und heidi ho, ihr Lieben. Hier ist die Mathilde mit dem prügelnden Heinrich. Alter, man macht ja richtig Schaden in den Wänden rein. Ja. Krass. Ich bin halb. Wir sind zurück bei Conan Exiles. Heinrich hat seinen neuen PC und hat auch genügend Zeit mit ihm verbracht. Aufgrund der Tatsache, dass irgendwie das Aufnahmetool noch nicht so ganz richtig läuft, bin ich jetzt hier. Ist das bei dir auch der Schaden hier? Also ich sehe, dass du Schaden verursachst. Ja, ich auch. Cool. Ja, da verschwindet er. Aber cool. Ist mir noch nicht aufgefallen vorher. Wir haben es auch vorher nie gemacht. Hallo. Nee. Genau, ja. Genau, bei Heinrich funktioniert das Aufnahmetool noch nicht so richtig, deswegen bin ich jetzt hier einmal im Vordergrund. Wir haben uns auch überlegt, was wir eigentlich so treiben wollen. Es stehen ja mehrere Dinge zur Auswahl. Heinrich ist total fasziniert davon. Und zwar stehen zur Auswahl, dass wir Sternmetall gehen. Aber Heinrich hat ein starkes Argument dagegen und das ist... Welches? Das ist so kalt. Ach so, kalte Scheiße, ja. Dann müssen wir ja rein theoretisch noch die Atemmasken, also die Tauchermasken holen. Wir haben hier noch einen Dungeon, der offen ist. Und dann ist hier ja auch dieses Gebiet, wo wir gesagt haben, hey, das könnten wir uns ja auch nochmal anschauen. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt vorhaben. Das heißt, wir werden erstmal bis zu diesem, bis zum Schlundloch erstmal beamen. Das ist dann immerhin schon mal die halbe Strecke. Und dann werden wir da rüberlaufen und mal gucken, was da so Schönes ist. Heinrich hat die Zeit genutzt und ist auch hierher gelaufen. Ihr habt sie in der letzten Folge gesehen. Unsere Begleiter sind hierher zurückgelaufen. Das heißt, wir hätten sowieso hierher gehen müssen. Wo ist Silent Bob? Da. Okay. Ja. Das Schlundloch hier wieder. Mein Liebling, hast du dir deinen schönen neuen Bogen genommen? Nee, wo liegt der denn? Der ist in der Werkbank eines Zimmermanns. Wo ist denn der Zimmermann? In der Ecke. Ach, wo er hingehört. So, Drachenbogen. Mhm. Uiuiuiui, jetzt bin ich Legolas hoch 2. Ausgerechnet. Jupp. So, dann wollen wir mal uns den richtigen Obelisken mal wieder suchen. Du. Warte mal, welcher war das denn? Der hier. Ja. warte. Ach, du bist ja noch gar nicht da. Ja. Der hier, das ist Schlundloch. Ah ja, okay. In der Nähe vom Brummbrummtempel. Genau. So. Lass mal hier raus. Wo ist mein Freund? Da ist mein Freund. Kleiner Wurm. Ja, dann müssen wir jetzt auch erstmal nach Osten gehen. Ne? Ja. Aber bis jetzt habe ich auch... Ich hatte früher ab und zu so kleine Ruckler. Habe ich jetzt nicht mehr. Ja, das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Und er lädt auch nicht mehr so lange die Spielwelt. Das geht jetzt auch ein bisschen fixer. Oh. Hier geht's schnell runter. Wir müssen sowieso mehr nach rechts. Genau, können nach rechts laufen. Ja, ja, lang hat's gedauert, bis wir wieder unterwegs sind. Ja. 2 Wochen waren das jetzt mindestens. Oder 2,5 sogar. Ja, gut. Musste auf die Teile warten, musste zusammenbauen. Und ich habe bis heute noch nicht alles installiert gehabt. Man dachte so, auch fang mal an mit Aufnehmen. Dann kam das dazwischen. Dann brauche ich noch einen Maustreiber, damit ich hier ein, zwei Tasten für Push-to-Talk benutzen kann. Dann fehlt noch dies und jenes. Ja, so ist das halt. Hm. Drüber klettern wird nix. Ach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Willst du runter? Jo. Frieda! Oh, halt dich fest, oh Gott. Jabadabadu. Oh, falsche Taste. Oh. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ah, Maustaste, Leertaste. Leertaste, genau. Ach. So. Ach, scheiß Kokos. Ach ja, falls ihr euch wundert, weil ich hier so, dass ich hier so eine billige Eisentage mit mir rumschleppe. Wir haben irgendwie festgestellt, dass aus irgendeinem Grund sind unsere, können wir keine Bögen mehr bauen. Ach, meine ich ja. Meine ich. Ach, guck mal, wir hätten da runterspringen können. Ich stell mir schon vor, du verteidigst mit dem Bogen. So. Das ist mein neuer Schild, der Bogen. Oh, wir müssen was in die andere du? Richtung. Du willst da runterspringen? Also, wir hätten da runterspringen können. Meinst du das? Bisschen Wasser hält einen auf? Oh, und wir müssen in die andere Richtung. Ah, Kroko! Warte mal, ich will auf dich surfen können. Steht. Surf Kroko. Ah, es greift an mich an, du Sackgesicht. Ich wollte auf dir surfen, du. Ach, verflucht. Ich wollte auf den Kroko reiten. Bei Arcades funktioniert das, müssen wir klettern, ne? Aha. Hier links können wir gut hochklettern, glaube ich. Okay, wenn du das sagst. Ja, wir sind schon mal lang gelaufen vor 100 Folgen oder so. Wir haben aber noch gar nicht 100 Folgen gemacht. Ja, aber gefühlt eine Ewigkeit. Achso, muss ich ja einen Push Talk machen. Man ist ja auch so schwer. Wenn du eine schwere Rüstung rumträgst. Du kannst dich ja auch nackig machen, dann geht das Klettern leichter. Ja, ich mach mich schnackig. Mach dich nackig, du Sau. Wir haben die Server-Einstellung geändert. Ich sehe meinen Schniedel gar nicht mehr. Och Mensch. Oh, das ist kacke. Dann haben die den Server upgedatet. Also, wenn ich mich nackt ausziehe, bin ich immer noch ganz nackt. Haben die was gegen Schwänze? Keine Ahnung, aber ich bin ganz nackt. Bei mir bist du nackt. Ich sehe deinen Schwanz. Ach, Gott sei Dank, dann ist es nur eine Einstellung bei mir. Gameplay-Einstellung. Nacktheit, keine. Fick dich. Wir wollen volle Nacktheit. Ob das ein Fleischpenis ist? Scheiße. Deine Eier wehen im Wind. Ganz kurz wieder meine Fenstermodus deaktivieren. Braucht kein Mensch. Sieht's auch lustig aus. Ja, deine Eier wehen im Wind. Bleib doch mal stehen, so kann ich das nicht zeigen. Schau mal auf meinen Bildschirm. Bleib mal stehen und schau auf meinen Bildschirm. Schwimmeli, 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 du. Kannst du nochmal die Kamera so mal so bewegen, wie du gerade hattest? So. Kannst du noch ein bisschen mehr zur Sonne ausrichten? Dann kannst du die Uhrzeit ablesen. Das ist eine Eieruhr. Oh Mann. Ja. Name der Folge, die Eieruhr. Ah, scheiße, ich kann das. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, nee, Tab war woanders. Ich hab doch diese scheiß Informationskacke an. Oh. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wie man das ausstellt. Muss ich das hier wieder. Und das Steam musste man das ausstellen, das Problem ist. Ach, aber du bist ja unten rechts in der Ecke, da muss ich das ja gar nicht bearbeiten. Ja, da sieht man das nicht. Da sieht man nicht, dass Chris jetzt online gegangen ist. Genau. Chris, falls du uns siehst, schöne Grüße. Derjenige weiß dann, wenn schon, welcher Chris es ist. Genau, gibt so viele von denen. Hm. Links rum. Na genau, irgendwie links weiter.
Ich hab keinen Bock auf Gnus. Oh, Hyänen. Und jede Menge. Von dem Pack. Was bist du denn für ein? Eine fiese. Gemeinig fies. Kommst du auseinander? Ich habe gar nicht gesehen, wie viele Totenköpfe der hatte. Eins. Aber ich habe eine leuchtende Essenz und Hyäne. Dings hier bekommen. Zwei chemische Enzo. Grundsubstanzen. A Enzo. World Apart. Kenne ich nicht. Ach, ich glaube, das war so ein Strategiespiel, wenn ist aber auch Early Access, glaube ich. Ja, Apokalypse, und dann versuchst du deine Stadt aufzubauen. Musst für Nahrung sorgen und so. Okay. Und statt Klimakatastrophen gibt es solche Sachen wie nuklearer Regen und so. Drei Krokos! Vier! Der ist schon tot. Oh, gut. Oh, scheiß Hyänen. Das ist schwer. Wie gibt's ja wie Sand am Meer, ja? Klauen habe ich bekommen. Jetzt können wir mal so links an den Rand, ja? So, hier ist schon wieder Strand. Ja, da scheint so eine Brücke zu sein, wenn wir da links weitergehen. Da möchte ich lang. Diese Insel wäre eigentlich auch toll zum Bauen, ne? Irgendwie schon, ja. Die hat was. Da kannst du so einen Turm an den Berg lang bauen. Mm. Aber wenn wir das machen würden, hätten wir wieder 100 Folgen zu machen. Reizt aber schon die Ecke da. Das ist ein schöner Ort. Vor allem hier hast du noch Steine in der Nähe, aber leider kein Eisen. Bäume. Das ist, glaube ich, das Ding, was ich auf der Karte gesehen habe. Aber der Regen irgendwo mir auf den Sack gehen. Die ganze Zeit nur Regen, Regen, Regen. Ja, da muss man pinkeln. Das Einzige, wo ich Regen mag, ist bei Escape from Tarkov. Da liebe ich es, wenn es regnet. Und dann hören die mich nicht. Mal, da oben ist ein Dörflein. Ja, wollen wir mal Hallo sagen? Ja. Wir müssen uns ja vorstellen. Genau, wir sind mal Nachbarn. Aber wir haben kein Mehl? Die Trockenfälle. Nee, Salz und Mehl bringt man doch eigentlich mit. Nee, ich dachte gerade am Känguru. Ach so. Kein Herd. Oha. Jogpriester. Verdammt, ich hätte mal was zum Opfern mitnehmen sollen. Ja, warte, ich kann ja Herzen bestimmt gebrauchen. Ich weiß nicht wofür, aber. Bestimmt. Jog, what was that? Also ist zwar eine coole Stätte hier irgendwie so prinzipiell, aber genau, weil das sah so nach so einer coolen Steinbrücke aus, deswegen wollte ich hier eigentlich hoch. Ich will nur Herzen einsammeln. Wie viele Leute hast du getötet? Ein zwei oder? Ja, ich glaube. Es sieht doch eine Steinbrücke aus. Ja, ist ja auch eine. Aber eher natürliche. Hm. Da oben ist auch jemand. Jog nimmt dir gar nichts. Ich nehm dir ein Herz. Ah!
Meins. Oh, irgendwie zickt meine Maus, ey. Wie lange jammer ich eigentlich schon, dass meine Maus rumzickt? Das ist doch auch schon etwas länger. Ja. Wisst ihr, was ärgerlich ist? Ich wollte ja so einen Stream machen und dann auch so nebenbei, weil mein Rechner ja ein paar Jahre alt ist, so ein bisschen Spenden sammeln. Aber leider hat mein Rechner bis dahin nicht überlebt. Naja. Aber wir werden irgendwann mal den nächsten, denke ich mal, trotzdem irgendwie eine Lava-Runde machen. Wo bist du denn hin? Ich bin hier runtergeplumpst. Bist du wo runtergeplumpst? Ja, hier an der Seite. Hallo. Ah, ne, das ist ja Rittersporn. Ah, da bist du geplumpst. Ja, und da sehe ich einen Jaguar. Ja, oben war auch schon einer. Komm her, Mieze, Kätze, Mietz, 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 Mietz. Mietze, 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 Mietze. Links da oben ist auch noch eins. Mietze, 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 Mietze. Oh, du hast Eier. Einfach, weil ich es kann. Außerdem habe ich jetzt einen Jaguarkopf. Oh, was ist das denn hier? Das ist das, was wir uns anschauen wollten. Ein Tempelchen? Also unten ist ein Eingang. Hm. Müssen wir mal hier runter. Oh, Leertaste. Aber knapp. Leertaste. Kurz die Treppe runter gucken. Ja. Das immer wache Auge. Wenn das wahre Auge immer wach ist, dann piekse ich rein. Hm. Ja, und nun? Hast du hier ein immer waches Auge? Ja. Ja, und das war's. Hardcore. Ja, der Weg fing ja da an. Vielleicht geht er ja hier. Ja, warte mal, warte mal. Ja, in die Richtung. Lass mal in die Richtung hier gehen. In welche Richtung? Geh mal wieder zurück ins immerwache Auge. Das ist die Info, die mir gefehlt hat. Ja, von da gehen die Treppen runter. Ja, aber wenn du auf die Karte schaust, da ist so ein heller Fleck da irgendwie. Zu dann dem gehen wir runter. So ein bisschen rechts müssten wir uns halten. Oder wir ja, folgen, oder wir folgen einfach dem Weg. Genau, folgen wir doch einfach mal dem Weg. Wer macht hier im Dschungel das Licht aus? Hier im Dschungel, da also auf der Weg, Trommel, der würde nur der zum Löwe immer wachen Auge führen. Hier im Dschungel, da ruft die Trommel. Ist das ein Babyfuß? Ja! Meins FF. Meins FF. Oh, du hast es. Nee, ich hab's. Sehr schön. Kleiner Wurm? Tausche mal. Du nimmst das Jaguar-Baby und ich nehme dein Essen. Sumpf der ewigen Träume. Hm? Oh, ich muss irgendwie was, haben wir, was ist das denn? Denken. Kommen da gleich Tentakeln raus? Hm, sind nur normale Pflanzen. Kannst du dich an Teil 1 von The Witcher erinnern? Ja. Da gab es doch auch einen Sumpf. Da kam oh, hier ist eine Schlange. Ja, da gab es diese komischen Pflanzenviecher. Echt? Gott, das weiß ich ja, doch nicht. Ja, die so rausgekommen sind. Oder war es bei Teil 2? Nee, es war bei Teil 1. Aber ich wollte eigentlich weiter nach rechts. Gab es eine Ecke mit diesen Pflanzenviechern, die man. Ach, die ja, bei diesem dümmlichen Hexerturm da irgendwie, ne? Ja, aber es war auch so ein Sumpfgebiet. Ja, aber das war irgendwie bei so einem vor uns Magierturm. Ist irgendwas. Ich kann es aber nicht deuten, was es ist. Das ist eine große Wurzel. Hier hat irgendwas. Links ist irgendwie Nashorn oder so. Ach, das sind diese Viecher, ja. Hm,
Aber ich bin irgendwie nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Von wo kommt was? Ach so, ach, ein Koko. Komm mal hier denn lang. Das sieht doch nett aus. Gehen irgendwie da drum herum, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, weil das wahrscheinlich oben ist, hier. Das ist, müssen wir wahrscheinlich hoch. Hm. Die Frage ist, wo kommen wir hier hoch? Oh, hier geht's ja gerade hoch. Ja. Klotz mir nicht auf den Arsch. Gesundheit. Danke. Du solltest dran arbeiten, nicht mehr so laut zu niesen. Das macht dem Baby Angst. Ja, das weint immer, wenn ich niese. Wir kommen dem Punkt näher. Ne, wo bist du denn jetzt hin? Bin hochgeklettert. Klettert. Si, si, claro. Ach, diese 5 Meter hier. Jetzt hier noch hoch. Hm. Ich leuchte dir mal, ne? Ja, ich hätte mal nackig sein sollen. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Zieh sie, aua! Dann mach dich mal nackig. Soll ich dir meine Eieruhr zeigen? Los, kletter du Eieruhr. Ich sehe deinen Penis. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, dann würde ich die Uhrzeit bestimmen können. So, ich klemme euch ganz oben, aber ich leuchte jetzt dir mal den Weg. Kriegst du was Lichtiges ab? Kannst du was sehen? Ja. Das ist schön. Ich habe mich mal nicht ganz nackt gemacht. Oh, ich glaube, das können wir jetzt so machen. Da brauchen wir kein extra Licht mehr. Das sollte hier erstmal kein Problem. So, Arme? Ich habe noch ein paar für dich. Nö. Ah, wir sind fast da. Hurra! Das ist es. Das sieht nach einem Jaguar aus. Zwei. Bootesrast. Ich hätte jetzt aber irgendwie ein Gebäude erwartet. Ja. Und das Wasser ist auch nicht tief. Hm. Ja, ist auch ein schönes Fleckchen, aber... Das könnte man auch vielleicht gut bebauen. Hm. Aber wäre ein bisschen eng hier, dieses Fleckchen. Hm. Könnte natürlich dann jetzt... Ah, hier könnten wir runtergehen und dann hier den Weg entlang, da durch die Sümpfe. Hier sieht es nämlich nach Gebäuden aus. Genau. Genau, aber da führt gerade so ein Weg runter. Das scheint recht praktisch zu sein. Na los, komm her, du! Komm her! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich! Dumme
Kamin zur Katze. Ja, schade, das sah so interessant aus auf der Karte und ja. Ja, war dann einfach so eine freie Fläche zum Bauen. Aber hier scheint eine coole Straße zu sein. Oh, ein Kreuzweg. Er geht nach rechts und er geht nach links. Wir wollen ihm nach links folgen. Oh, hier ist so ein komischer Krüppelding. Ja, Mutanten. Ah, hier sind auch zwei Gebäude. Ja, die haben wir, glaube ich, schon von der Flussseite aus mal gesehen. Ja, genau, die haben wir von der Flussseite aus gesehen. Also links weiter. Und wie ist das Wetter so? Es ist, Scheiße. Als ob dir jemand die ganze Zeit mit einem heißen Handtuch ins Gesicht schlagen würde. Ach, da ist schon wieder ein Schuhschnabel. Oh, cool, guck mal, eine Baumwurzel, durch die man durchlaufen kann. Oh, ein Leuchtschleim. Du wirst gejagt. Oh, man könnte hier auch sogar drauf gehen, cool. Cooler Weg. Ja, laufen wir mal weiter lang. Wir müssen ja sowieso auf die andere Seite. Ja. Hey, komm mal wieder runter. Man kann auch oben bleiben. Dann müssen wir mal oben lang weiterlaufen, ne? Ja. Dann geht's ja noch höher. Was tut denn? Ich bin den Weg hochgelaufen. Hm. Ach da, okay. Dann warte ich mal auf dich. Ja, dass wir uns irgendwie erstmal wiederfinden. Ach, da bist du. Hast du was gekillt? Nein. Gegner Spinnen oder so ein Scheiß. Hm. Oh nee, hier ist ein Panther. Das ist aber nicht das, was ich gehört habe. Ja, hier ist ein Spinn. Ja, weiter hier so lang, würde ich sagen, mal. Ich finde es ja irgendwie cool mit diesen Baumwurzeln, aber ich finde es schwer zum Orientieren tatsächlich. Ja. Ich wundere mich gerade, ob die, oder ich frage mich, ob die dynamisches Wetter haben, dass es auch mal nicht pisst. Also ich glaube, immer wenn wir im Dschungel waren, hat es geregnet. Ja. Hm. Also nichts dynamisch. Wir müssen hier runter. Interessant. Ja, wir müssen runter. Ach, das ist so einer. Und jetzt sind wir wieder beim Sumpf der ewigen Träume. Ah, geh weg. War der böse? Nee, ne? Nö, der ging eigentlich. Der sah böse aus, als er letzten Endes war. Ach, ein Kroko. Ich helfe dir! Okay, der ist auch ein bisschen stabiler.
Warte, ich habe ein Hackmesser. Ein Hacke. Exotisches Fleisch. Da sind Spinnennester. Lass uns hier mal lang gehen. Ist auch unser Weg. Stirb, du Rhino-Dingsbums. Du Rhino mit mit einem Tiger gekreuzt oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Tiger und Restmüll. Blood of the Serpent. Enemies at the gate. Oh, ich habe 100 exotische Fleisch. Hm. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Oh. Ich esse die immer gern. Spinne! Davor habe ich ein bisschen Respekt. Vor was? Ich sehe nichts, ich sehe nur Spinne. Ja, ich warte auf dich. So eine Todesanbeterin. Gottesanbeterin. Oder ja, Gottesanbeterin meine ich ja. Ich finde, wir können das. Da ist auch noch eine dahinter, die sieht noch böser aus, ne? Okay, aber ich zerhack sie mal. Ja. Und wie heißt das? Sandechsen-Giftdrüse. Eine Sandechse scheint das zu sein. So, aber auch das Größere schaffen wir. Ah! Maus! Drei Köpfe. Todesköpfe. Attacke, Jungs! Ich trau mich nicht. Hä? Rechts ist noch eine Spinne, da ballern, die töten sie gerade. Ah. Keine Ausdauer mehr. Alter, Säureregen oder was? Oh oh. Warum kämpft mir nur einer? Ich weiß nicht, was kleiner Wurm macht. Der steht da einfach nur. Hey, du kleiner Pisswurm. Weißt du, was Mutti mal wieder vergessen hat? Ey, kleiner Wurm. Aua, aua. Ich komm nicht weg. Ich muss weg. Diese Beine sind voll fies, da kann man nicht zwischendurch abhauen. Das war knapp. Oh, du wirst angegriffen, Mathilde, hinter dir. Ich bin Nicolas, ich kann ganz viele Pfeile. Schnell schießen, ich bin cool. Sag ich doch. Kleiner Wurm könnte Rittersporn mal helfen. Ja, kleiner Wurm ist behindert. Ich muss mal Rittersporn aus dem Kampf rausziehen. Wenn er nicht kämpft, dann kämpft er keiner. Kleiner Wichser! Ich glaube, jetzt kämpft er mal. Hat ja mal gedauert.
Oh, jetzt kannst du ihn auseinandernehmen. Yeah. Scheiß Spiel, ey. Oh, ich habe einen Dietrich gekriegt. Der muss irgendwo eine coole Truhe sein. Komm mal. Ah, ich hab sie. Ja. Links gibt's noch weiter Nebelklage. Ein lang vergessener Bestattungsschild, den will ich nutzen. Dann hat sich dein Schildproblem ja behoben. Ja. Ja, sieht ganz geil aus. Guck mal. Und da ist auch ein. Guck mal! Ich kann nicht gucken, weil wir angegriffen werden, du. Sorry. So, jetzt kann ich gucken. Jo, schick. Ob man diese Termitenbauten kaputt machen kann? Hoffentlich. Da sind auch Spinnen enthalten hier. Nee, die Termitenbauten kann man nicht auseinandernehmen. Aber da ist ein Kopf links. Kann man da was mitmachen? Kopf. Warte, erstmal muss ich da diese schwarze Wipfe erledigen. Ja, der Kopf ist offen. Man kann hier Eier mitnehmen. Ah, hier sind Fettwürmer. Fettraupen. Die mal. Oh, die habe ich hier ewig nicht mehr gegessen. Hier sind überall Fettraupen. Und Eier und Fettraupen. Beim Kopf? Oh, lecker, 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 lecker. Und diesen Termitenscheiß-Dinger hier. Überall links. Oh, Fettraupen. Oh, Fettraupen. Ja, und hier sind überall Spinnen. Ja, Schatz, die Spinnen, ich brauche Fettraupen. Ah, hier sind so viele Fettraupen. Bist du dick? Ach, da. So. Jetzt habe ich ganz viele Fettraupen. Wunderbar. Gibt es so eine Möglichkeit, eine Fettraupenzucht zu machen? Du hast noch nie in unseren Komposthaufen geguckt, oder? Ach ja, da sind immer 50 Stück drin. Ja, okay. Ich habe sie aber schon ewig nicht mehr in der freien Wildbahn gefunden. Wollen wir uns den Kopf näher anschauen? Ja, klar. Denkst du, ich laufe jetzt wieder weg? Vergesse ich das ja wieder. Ist hier ein Kopf war. Der Durchgang. Was für ein doofer Name. Du hast etwas entdeckt. Ich mach mal Gandalf, ne? Jo, mach mal Gandalf. Gandalf von Osram. Hey, du kannst nicht Gandalf sein, nur ich kann Gandalf sein. Hm, dann bin ich so. Gandalf gibt's nur einmal. Wer bist du, Hermine? Lass mich dein Harry sein. Hermine ist mit Ron zusammen und Harry mit Ginny. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne die Namen. Das reicht ja wohl. Ich weiß nur, der letzte Kampf war kacke. Wo ist denn da der richtige Weg nach unten? Ich weiß es nicht, aber gibt's Kristalle. Oh, wir sind im Eisgebiet. Ach so. Ach nee, ich habe keine Hackaxt. Kann man da runterspringen? Ich habe nichts zum Hacken dabei. Ich habe was zum Hacken dabei. Wo bist du denn? Ah! Gucken, was das ist. Kristalle. Oh, einfach nur schnöde Kristalle. Weil die so grün waren. Scheiße, wir sind im Eisgebiet. Wir sind extrem weit, ne? Wenn du mal auf der Karte guckst. Und ich habe vor allem keine Vanya-Rüstung dabei, du schon. Bist du jetzt runtergegangen? Ja, ich bin jetzt dabei. Okay. Ah, ah! Oh! Ach, normale Steine. Oh, oh Gott. Oh, hier brennt der Boden. Krass. Lavaboden. Vulkanischer. Der Floor ist Lava! Ja, genau, und hier sind Spinnen. Hm, ich hör's. Und die locken noch viele anderen an. Ah. Die kenn ich doch nicht. Was denn? Diese Spinnen kenne ich noch nicht. Das sind dunkle Mordor-Spinnen.
Ist ja alles voll. Hallo. Oh, man kann sie auch mit dem mit der Lampe spawnen. Was passiert? Oh, links, hier gibt es kaputte Schiffe. Links ist eins und geradeaus. Ja, lass mal gucken gehen. Es sind auch sehr viele Skelette auf dem Boden. Die Schiffe brennen wohl ewig. Das ist hier so ein Gottesanbetervieh. Ja, aber nicht so. Ist das ein. Ah, doch, das ist ein großes, glaube ich, ne? Warte, Spinne. Ach so, na dann. Guck mal kurz, ob es hier bei dem Schiffteil irgendwas gibt. Totenköpfe. Aber nix. Spinnen. Hatten die nix? Achso, da ja. Ist dasselbe. Also auch nix. Beim Wasserfall vielleicht? Bei dem einen Schiff, wo wir gerade waren? Hier gibt es einen Wasserfall. Ist der Wasserfall ein verborgener Durchgang? Nein, ist nur ein Wand. Schade. Hast du was gefunden? Einen Ausgang oder so? Das heißt, wir müssen wieder da hochklettern, wo wir hergekommen sind. Ah, sonst, ja, warte ja. Mal. Ah, doch, da sind... Da oben ist was. Scheiße, von wo sind wir gekommen? Also auf zwei Seiten ist was. Ich glaube, von dem sind wir gekommen und auf der gegenüberliegenden... Ja, von oben sind wir gekommen. Ja, da auf der gegenüberliegenden Seite, da ist auch noch so ein... Ah. Er muss es auch irgendwie hochgehen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich klettern. Nackig. Mr. Eieruhr. Ja, da lang könnte es gehen. Hoffentlich. Leuchte mir mal. Wo bist du denn? Da, okay. Also du musst dich auf jeden Fall nackig machen. Ich schaffe es gerade so nicht. Aua, aua, aua. Dann musst du dich wohl nackig machen. Offensichtlich. Da, 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 dum, 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 da, 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 da. Kann man zoomen? Ich mache mich nicht ganz nackig. Oh, du machst dich nicht ganz nackig. Nein. Damit kein Mathilde-Mond. Damit wir dein Hintertürchen nicht sehen. Genau. Das ist mein Hintertürchen. Das ist privat. Ich bin schüchtern. Dann komm mal her, du Eieruhr. Nee, die zeige ich jetzt auch nicht. Ich bin auch schüchtern. Und wenn du das schaffst, dein Ding ist schwer. Ach ja, da kann ja gar nicht mehr so viel hüpfen. Ja, stimmt. Ich, oh. Ich wollte gerade wie bei Doom einen Doppelsprung machen. Nein. Das gibt's hier nicht. Oh oh, ich glaube, der Schlüpper ist zu schwer. Ach, klappt noch. Also mit dem Rock sieht dein Arsch ganz schön fett aus. Du willst ja nur bewirken, dass ich den ausziehe. Nein, weil der Rock das nicht anlassen. So, ich bin mal kurz. AFK?
machst du da? Ich habe nur mal gecheckt, wie lange die Aufnahme schon geht. Aha. 5 Stunden wahrscheinlich. So. Eine Dreiviertelstunde. Ach, hier kommen wir ja. Der Vorsprung ist ja easy. Hier ist eine Dusche. Ah, oh, duschen. Oh. Oh, lass uns duschen, Heinrich. Ja. Oh. Du bist ja ganz feucht. Wie geht's hier weiter hoch? Ich hoffe nur, da draußen friere ich mir jetzt nicht mein Popöchen ab. Ja. Aha, hier kann man, könnte man tauchen, hier geht es nämlich tief runter. Sehr tief. Ei. Ja. Da wäre wahrscheinlich tatsächlich mal das eine Atemmaske. Ja. Ich versuch's mal ohne Atemmaske, ich brauche aber ein bisschen. Ja, ich Luft. Auch, aber irgendwie sieht man hier echt scheiße. Aber hier unten ist nicht wirklich was. Ist einfach nur ein tiefes Loch. Ah gut, dann schwimme ich da jetzt nicht mehr tief runter. Oh, die Musik ist ganz schön entspannt. Pass auf, jetzt haben wir den Ausgang gefunden. Und können die Armbänder ablegen. Und haben ein Riesenskelett vor uns. Ach, die sind ja wohl kein Problem. Der beachtet mich nicht. Beachte mich. Ob ich auf dich drauf haue. Und toter Sack, ey. Läuft der mir vorbei. Da. Daraus können wir wen wieder erwecken. Oh. Das ist ein Eingang, der führt nach oben. Der Ausgang, meine ich. Oder in einen Dungeon. Okay. Oh, das ist nicht gut für Mami. Ist zu kalt. Brrr. Mami geht zurück. Ja, okay. Aber nimm jetzt denselben Weg wieder zurück, oder was? Du, wenn ich daraus gehe, erfriere ich. Das kommt davon, wenn du immer so halbnackig rumläufst. Nee. Einfach mal vernünftige Kleidung anziehen. Nee. Jetzt können wir den ganzen Weg hier zurücklaufen. Wir waren ja noch nicht fertig mit dem Erkunden und so. Ist jetzt halt nur blöd wegen der Kletterei. Ja. Ich würde sagen, dass wir sowieso langsam einen Break machen. Ja, denselben Weg müssen wir nicht nochmal zeigen über den Klettern. Und die Folge geht auch schon lang genug. Dann machen wir einen Break und dann sehen wir uns nächstes Mal. Genau. Wieder in alter Frische und so. Richtig. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi, Kopfi. Ach ja, liken, kommentieren, etc. Abonnieren. Das auch, wenn doch nicht geschehen. Und ouch. Und tschüss.